innerlich bewegt, weil tatsächlich Ewald Stüber zweimal in mein Leben eingegriffen hat. Das erste Mal, als er mich in ein winziges Institut für Umweltwissenschaft und Naturschutz holte, aus dem wir dann ein Akademieinstitut, Boltzmann-Institut und Akademie der Wissenschaften-Institut gemacht haben für Umweltwissenschaft und Naturschutz. Und das zweite Mal, als er mich vorschlug für das Generaldirektorat des Naturhistorischen Museums in Wien, eine intensive 15-jährige Episode, bei der ich mich aber bemüht habe zu zeigen, dass ich mich von den Fragen des Natur- und Umweltschutzes nicht ablenken lasse. Es war aber so ziemlich das einzige Generaldirektorat, das mich nicht zwang, meinen Grundüberzeugungen abzuschwören. Dass ich das damals wurde, ist mir heute noch rätselhaft, bei keinem Club, bei keiner Partei. Ich nehme an, es war die ehrenvollste Form der Internierung für einen Unregierbaren. Wenn man diesen Riesenkasten mit 250 Unkündbaren umhängen, dann kommt er nicht mehr zum Revolution. Nun, ich habe die sehr schöne, ehrenvolle Aufgabe, Ihnen vielleicht eine Argumentationshilfe zu geben, in einer Krisensituation, in der kein Bach mehr vor den Ingenieuren sicher ist, in einer Krisensituation, wo Millionen und Milliarden schwere Lobbys das ernste Problem des Klimawandels dazu missbrauchen, die letzten Alpentäler mit derselben Fortschrittseuphorie zuzubetonieren wie die ersten Alpentäler, wo das noch Sinn machte. Und es ist auch ein Faktum, dass selbst wohlmeinende Politiker und Bildungsbürger ständig von den Erneuerbaren schwärmen, natürlich, aber man muss die Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, und die Möglichkeiten, mit denen wir es zu tun haben, einmal ins rechte Licht rücken. Zu den großen Erfolgsstories unserer Wirtschaft nach dem Krieg gehörte in der Tat der zügige Ausbau der Wasserkraft. Zu den größten Erfolgen unserer Landeskultur gehörte dessen rechtzeitige Einbremsung. Zur Rettung ein- und letztmaliger Beispielslandschaften, den heiß umkämpften Baustopps gegen die Ersäufung des Dorfertales in Osttirol, des Kammtals in Niederösterreich oder der großen Schlucht des Hintergebirges in Oberösterreich, den Bürgerprotesten gegen die Beileitung, in Wirklichkeit Ableitung, der Krimmler Wasserfälle und des Umballtales, dem österreichweiten Aufschrei gegen die Stauhaltung Wachau oder die Vernichtung der Flussauen bei Heimburg, verdanken wir heute die Nationalparke Hohe Tauern, Kalkalpen, Donauauen sowie ein Europa-Naturdenkmal Krimmel und die UNESCO-Welterbe-Deklaration für die Wachau. Und näher besehen verdanken wir dem Widerstand gegen unsinnige Wasserkraftprojekte auch den Nationalpark Gesäuse in der Steiermark und Kaiertal an der österreichisch-tschechischen Grenze. Meine Damen und Herren, 5 der 6 um die Jahrtausendwende gegründeten Nationalparke Österreichs, wir sind ein Spätkomma gewesen in der Nationalpark-Idee, 5 der 6 Nationalparke, die um die Jahrtausendwende neu gegründet wurden, verdanken wir beherzten Bürgern und ihrem Kampf gegen die E-Werker und gegen die politischen Seilschaften, die hinter ihnen stehen. Ich bin absolut meiner Natur nach kein Aufwiegler, aber ich beherzige den politologischen Grundsatz, je renitenter der Bürger, umso stabiler
der Staat. Gefährlich ist nur die Ruhe eines Kirchhofs, siehe. Sie werden ja sehen, wie das dann im Iran weitergeht. Das Recht im Staate geht vom Bürger aus, steht in unserer Verfassung. Und mein zu früh verstorbener Freund Günter Nennig hat gesagt, und wann kommt es zurück? Wir haben dafür zu sorgen, dass das Recht im Staate zum Bürger zurückkommt. Ich kann mich noch genau erinnern, nach den Wirrnissen von Herrn Burg wurde ich dann vom Umweltminister und vom Bundeskanzler gebeten, eine Ökologiekommission mit Arbeitskreis Nationalpark zu leiten, war seltsam, so mitten aus der Illegalität, aus den Besetzerlagern ins beheizte Parlament und dort eine Ökologiekommission der Bundesregierung zu leiten. Aber dann hat er mich beiseite genommen und gesagt, aber baut muss werden. Sonst geht ja nichts mehr. Sonst könnte man die Republik gleich zusperren. Und der Günther ist hinter mir gestanden und hat gesagt, Herr Bundeskanzler, die Republik ist keine Baufirma. Aber Günther Nenning irrte wie immer, wenn er die Wahrheit sprach, die Republik ist eine Baufirma. Und so schaut sie auch aus. Nun, meine Damen und Herren, Wasserkraft gilt als erneuerbar, die Landschaft aber ist es nicht. Und volle Speicherseen mögen manchen gefallen, von riesigen Betonmauern abgesehen, aber es gibt auch Wasserbautechniker, die finden einfach, wenn sie da quer durch ein herrliches Alpental eine Staumauer bauen, finden die hinreißend schön. Und ich habe das einmal mit Konrad Lorenz diskutiert und gesagt, du, das ist Funktionslust. Das ist so wie ein Pathologe, der aus der Prosektur kommt und sagt, wunderschöne Metastasen in der Leber. Also es gibt tatsächlich so etwas wie Funktionslust. Und wir werden uns jetzt vielleicht ein paar Bilder zu Gemüte führen. Ich hoffe, dass mein altmodischer Tierprojektor bei den Umgebungs... ist nicht die geballte Faust eines Umweltschützers, sondern, wie Sie vielleicht erraten haben, die hervorragend in einer ununterbrochenen 5000-jährigen Kühlkette konservierte Hand des Ötzi. Da Ötzi ein markenrechtlich geschützter Name ist, heißt er in Amerika der Frozen Fritz. Und jedenfalls, der Frozen Fritz ist innerlich so gut erhalten durch die 5000-jährige Kühlkette, dass man mit einem Endoskop herumfahren kann. Und jetzt stellt sich die berechtigte Frage, wieso kommt ab der Ötzi gerade heute das erste Mal ans Licht der Welt nach 5000 Jahren? Das heißt, diese Gletschermumie ist ein Global Warning vor dem Global Warming. Es ist völlig absurd, den Klimaeffekt, die Treibhausgaswirkung leugnen zu wollen. Sie bekommen aber in diesem Zusammenhang sehr oft zu hören, naja, ich sagte, also was habt ihr vom Waldsterben, habt so viel geredet und die Welt, jetzt gibt es immer noch. Die einzig qualifizierte Antwort darauf, für jemanden, der tatsächlich diese Forschungsarbeiten aus der Nähe miterlebt hat, wo man auf Messtürmen im Bayerischen Wald, im Nationalpark Bayerischer Wald, wo das Waldsterben gerade begann, zeigen konnte, dass die Photosyntheserate in dem Augenblick in den Keller fiel, als die SO2-Schwaden aus der tschechischen Industrie hinüberwehten. Gott sei Dank haben wir vor dem Waldsterben gewarnt. Die Warnungen der Ökologen, die Warnungen der Grünen sind Wenn-Dann-Feststellungen. Wenn ihr nichts dagegen tut, dann werden wir die Wälder, so wie wir sie kennen, nicht mehr erleben. Man hat in Mitteleuropa, Österreich war hier umwelttechnischer Vorreiter,
die SO2-Emissionen um 95%, reduziert. Und das ist der Grund, warum diese Art des auffälligen Waldsterbens Gott sei Dank nicht bis zum bitteren Ende gegangen ist. Also statt ein Argument gegen Unkenrufe ist das Waldsterben das beste Argument für die Notwendigkeit der Unkenrufe. Ich hänge nur noch schnell ein Kastel an diesem Projektor, damit ich ihn von hier schalten kann. Die Pasterze ist wie jeder älteren Jahrgangs von Ihnen aus eigener Überzeugung weiß, nicht mehr das heute, was sie einmal war. Und das Stifser Joch mit seinen fantastischen Sommerskigebieten hat daraufhin eine fantastische Infrastruktur aufgebaut, aber der Schnee ist weg. Also es ist überhaupt müßig darüber zu diskutieren, es ist ein zwanghafter Zusammenhang zwischen CO2 und auch Methanemissionen und Global Warming. Nur ist das Warming nicht einfach ein Erwärmen, wie Sie wissen, sondern eine Änderung der Niederschlagsmuster, eine Erhöhung der atmosphärischen Turbulenzen. Daher sind ja heute die Sturmschadensversicherungen die größten Sponsoren der Klimaforschung. Ja, und jetzt sind wir bei der Energie als Grundlage unseres Lebens. Ich verwende hier gern Plakate der E-Wirtschaft, der Brutkasten im Mittelpunkt, nur so weiter, denn wir brauchen die Energie als Grundlage des Lebens. Und möglicherweise nimmt auch die Zahl der Brutkastenbabys zu, wenn wir so weiter machen. So. Für Ihre helle Welt, das war die erste Phase der E-Werks-Propaganda, die Kinnspandrohung. Als man dann drauf kam, dass selbst die verschwenderische Art der früheren elektrischen Beleuchtung nur wenige Prozent des Stromaufkommens benötigte, ist die Kinnspandrohung nicht mehr so eingängig. Was glauben Sie, warum die E-Wirtschaft sich so engagiert für die Einführung der Elektromobilität? Weil da erlahmt der Widerstand gegen neue Kraftwerke, wenn man sagt, dein Elektroauto wird im Schuppen stehen bleiben. Da ist der Bürger empfindlich. Und daher, nicht nur aus diesem Grund, plädiere ich für die Einführung der Elektromobilität auf dem Weg des Hybridfahrzeugs. Von mir aus das Plug-in-Hybrid. Also nicht die großen Dinger wie der Prior, den ich übrigens als erster in Österreich Test gefahren habe für News. Ich war begeistert von dem Prius, dass ein so schwerer, großer 2-Tonnen-Wagen so wenig Sprit braucht. Aber um wie viel weniger Sprit braucht dann ein kleiner mit 700 Kilo, nicht? Also jetzt, wir brauchen erstens einmal Hybridwagen kleine Dimension. Und aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, man braucht keine Angst bei der Reichweite haben. Und der zweite Grund ist, man hat im Winter Heizung. Das Elektromobil hat im Winter keine Heizung. Das heißt, wenn Sie mit der Batterie heizen, halbieren Sie Ihre Reichweite. Ja, also das nur zu den tieferen Antrieben, des menschenbeglückenden Engagements des Verbund und der Elektrizitätswerke für das Elektromobil. Natürlich bin ich für das Elektromobil. In der Stadt, es muss bevorzugt werden, also billigere Parkgebühren, alles Mögliche. Aber halten Sie immer im Hinterkopf, dass eine wachsende Abhängigkeit von dieser Form der Mobilität natürlich das Widerstandspotenzial gegen jede Art von neuen Kraftwerken erlahmen lässt. Die E-Wirtschaft hat sogar den Nationalparkdirektoren von Nationalpark Hohe Tauern Elektromobile geschenkt und ihnen in den Mund gelegt, ich betone, ihnen in den Mund gelegt, in ihren Presseaussendungen, wir fahren jetzt umweltfreundlich mit Wasserkraft. Das sind alles, ich bin überzeugt, dass meine Freunde Rubisch und Stopp, dass die wirklich nicht glücklich sind darüber, aber das sind halt so Methoden. So.